Hallo miteinander, freut mich, dass noch so viele sind gekommen zur letzten Session, insbesondere zu meiner Session External Sharing in Office 365. Mein Name ist Roger Hauter. Ich leite bei der iSolutions AG das Cloud Services Team. Das ist das Team, das sich bei uns mit allen Themen rund um Office 365 beschäftigt. Dort ist Client Management drin, dort sind Exchange Migrationen, Skype for Business, SharePoint Online drin. Aber auch Tools wie Planner oder Teams beispielsweise. Zwei, drei Worte zur iSolutions. Wir sind eine Firma, die hauptsächlich in Bern angesiedelt ist, geht auch im Postpark. Wir haben aber auch Filialen in Bern, in Basel und Zürich. Es sind 120 Leute und machen in erster Linie Azure, Office 365 und Dynamics 365. Ich bin in der Community tätig, schon seit Jahren dort unterwegs mit der SharePoint-Community, mache verschiedene Meetups und bin seit 2013 auch Microsoft MEP auf Office Services und Server. Ja, heute schauen wir uns zusammen an, wie das man extern kann Daten teilen mit Leuten, die nicht im gleichen Unternehmen arbeiten, wie die Person, die gerne Daten möchte rausgeben. Dort gibt es verschiedene Sachen, die wir werden anschauen werden. Wir werden nicht in vielen Themen wahnsinnig tief gehen können, weil das Thema an sich schon sehr breit ist. Es soll in erster Linie einfach darum gehen, mal einen guten Überblick zu bekommen, was ist alles möglich, wo hat es so ein bisschen Stolpersteine und was haben wir in unserem Projekt herausgefunden, was wir vielleicht wie angehen können. Vielleicht zuerst die Frage, ja, warum denn überhaupt eigentlich Sachen mit externen Scheren? Wir stellen fest, dass das immer mehr ein Thema wird. Gerade nicht zuletzt, weil die Unternehmensgrenzen einfach immer mehr sich verwischen. Wir haben virtuelle Teams, standortübergreifende Teams. Wir arbeiten mit Kunden eng zusammen, die mit an dem Projekt arbeiten. Wir haben Lieferanten, die mit uns Dokumente teilen wollen. Wir haben vielleicht an einem Event hier Sponsoren, die zusammen arbeiten. Teilweise arbeiten wir aber sogar mit Konkurrenten zusammen an dem gleichen Projekt und wollen irgendwo die Daten können ablegen, wollen ihnen aber nicht einen Account bei uns im Active Directory geben. Und dann kommt früher oder später natürlich immer die Frage, ja, wie können wir das machen? Und gerade wenn man noch On-Premise-System hat, ist dann meistens so ein bisschen das grosse Schulterzucken, wo einem alle lange anschauen, weil da gibt es einfach jenste Probleme, oder? Sollen wir jetzt die User ins interne AD nehmen? Das sind aber Bedenken da bezüglich Sicherheit. Was heisst das? Bauen wir eigene Authentication Provider? Was heisst das bei den Kosten? Wie aufwendig ist das und verträgt sich das überhaupt mit den Applikationen, die wir haben? Das sind alles Fragen, die dort aufkommen. Und meistens endet es dort, dass man sagt, ja, lassen wir es halt sein. Geht ja schon irgendwie. Wir haben ja eine FTP oder so, die auch sehr benutzerfreundlich ist, wie ich finde. Das führt dazu, dass in sehr vielen Unternehmen sogenannte Shadow IT gibt. Also Benutzer helfen sich sozusagen selber. Sie nehmen einfach ihre Tools, die sie kennen, aus dem Privatleben, teilen die Dateien oder den Inhalt darüber, kommunizieren oder darüber. Und das ist eigentlich sehr etwas Gefährliches für Unternehmen. Weil das bedeutet automatisch, dass in dem Moment die Unternehmensinformationen rausgehen, außerhalb der Firma. Das bedeutet, die Firma hat keine Kontrolle mehr über die Daten. Die Daten liegen irgendwo, vielleicht auch nicht so gut gesichert, wie sie sollten. Das grösste Problem ist aber eigentlich dort, dass Benutzer, wenn sie das Unternehmen verlassen, eigentlich die Daten, ja, für ihr Zeichen mitnehmen. Das Unternehmen verliert also Wissen, das irgendwo abgelegt ist, auf irgendeiner Public Cloud. Wie kann man dem entgegensteuern? Ein gutes Mittel ist sicher eine sogenannte Customer-Centric IT. Das heisst, man tut die IT agil machen, man legt sie so darauf aus, dass das Benutzerbedürfnis von der End-User im Zentrum steht. Das heisst, man schaut, was ist eigentlich so die typischen Touchpoints, die man in einer Customer-Journey hat. Also wenn ein Kunde mit uns zu tun hat, wo kreuzen sich unsere Wege und was sind genau die Bedürfnisse, die man dort hat, um am Kunden genau das bieten zu können. Der Kunde kann intern, kann aber auch extern sein, der eigene Mitarbeiter oder eben jemand, der bei uns etwas einkauft. Wichtig ist auch dort die User Experience. Also wir wollen moderne Tools haben, ich glaube, das ist immer wie mehr. Ganz wichtige Anforderung, man will so arbeiten können, wie man es aus dem Privatleben kennt. Man will einfache Tools nutzen, die den eigentlichen Zweck erfüllen, wo man nicht lange muss sich einarbeiten oder irgendwelche seitenlangen Manuals lesen, wie jetzt das könnte funktionieren, wenn man irgendeine einfache Datei freigeben will. Es soll einfach ganz einfach seinen Zweck erfüllen.
Und dort ist für die IT in der Regel wichtig, dass man nicht mehr auf Technologien schaut, sondern dass wir darauf schauen, was ist der Use Case, den wir dort haben und was ist das beste Produkt, das diesen Use Case am besten abdeckt. Unsere Devise lautet dort in der Regel so ein bisschen go with the flow. Das bedeutet, einfach dort, wo die User herziehen, schauen wir als IT nach, was sind die besten Lösungen, die wir in diesem Moment bieten können. Weil die User irgendwie zurückzuheben und ihnen zu sagen, ja, braucht doch lieber unsere alten Legacy-Systeme, die wir haben, irgendwo im Serverkeller unten. Das ist in der Regel nicht der Weg, weil die User helfen sich einfach selber. Und am Schluss führt es eben zu der Schatten-IT, die wir sehr häufig sehen. Klingt jetzt vielleicht einfach, wie setzen wir es konkret um? Das ist einerseits mit dem Einsatz von Software as a Service, also No-Code- und Low-Code-Lösungen, wo wir das, was wir noch müssen konfigurieren müssen, zusammenklicken und nicht mehr müssen coden. Mit diesen Lösungen können wir auch Kompetenzen an Benutzer weitergeben. Das heisst, sie können sich selber helfen, sie sind nicht mehr immer auf die IT angewiesen. Und durch das haben sie automatisch eine höhere Maturität mit diesem Produkt. Bedeutet, der Benutzer kann selber eine Seite erstellen, kann sich dort selber anfangen, berechtigen, Leute hinzufügen, kann selber Anpassungen vornehmen und muss nicht mehr immer eine Change auftun oder auf die IT warten, bis sie Zeit hat, um das umzusetzen, sondern es ist genau eben so, wie er es braucht. Es ist in time, es geht sehr schnell, er kann es selber so einrichten, wie er es will. Und gleich ist es hintendurch kontrolliert. Und ich glaube, der letzte Punkt ist ganz wichtig, vor allem in der Schweiz. Wir müssen uns auch dafür haben, so 80% Lösungen können zu machen. Also wir wollen es immer möglichst perfekt machen, es muss alles ganz genau funktionieren und 100-mal getestet sein, bis wir etwas ausrollen. Und die Zeit ist ein bisschen vorbei, weil bis wir das gemacht haben, ist das, was wir eigentlich ausrollen wollen, in der Regel schon wieder durch. Und gerade bei End-User-Lösungen, bei sehr einfachen, zweckdienlichen Lösungen, darf man sicher auch mal den Mut haben, einfach etwas auszurollen, das so gut wie fertig ist, das natürlich funktioniert, aber wo man vielleicht noch ein bisschen schrauben muss, bis es ganz genau so ist und dort das Kundenfeedback abholt. Was heisst jetzt das für Office 365, wenn wir sagen, ja, mit externen Sachen teilen? Wir haben bei Office 365 Situationen, dass wir eigentlich auf 3 bis 4 verschiedene Arten das machen können. Wir haben sehr viele Services, sehr viele Tools in Office 365, wo wir Sachen scheren können. Und wir schauen einfach mal so die 4 Hauptkategorien an. Das ist anonymes Scheren, also dass wir einfach jemandem einen Link schicken, dann an eine bestimmte Person etwas schicken, wo nur diese Person auftun kann. Über eine Office 365-Gruppe jemanden einladen, praktisch in ein Projektteam. Und zum Schluss schauen wir noch Azure B2B an, wo wir auch Benutzer einladen können und darüber Inhalte teilen, wo wir relativ gute Verwaltungsmöglichkeiten haben, aber vielleicht für gewisse Anwendungsfelder fast ein bisschen zu umfangreich und zu umständlich ist. Starten wir mit dem einfachsten Szenario. Das ist eine Datei teilen mit einem unbekannten User. Das heisst, wir nehmen einfach eine Datei, schicken die an jemanden, zum Beispiel Sales-Unterlage, etwas, was praktisch eigentlich öffentlich ist, könnte man sagen. Etwas, wo ein Prospekt, das jeder darf sehen, wo wir einfach einen Link erstellen und den rausschicken an eine bestimmte Person und sagen, hey, schau, hier ist der Link zu diesem Dokument, schau dir doch das mal an. Was ist die Eigenschaft von dem, wenn wir das machen? Es ist die, dass wenn wir das rausschicken, zeige ich das hier schnell, wir nehmen irgendwie Customer Product Survey, sagen ja, wir wollen das sharen. Und jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. In unserem Fall wäre jetzt das Anyone, das heisst, wir kreieren lediglich einen Link, packen ein Mail und schicken dann eine Person. Und jede Person, die den Link hat, kann auf die Datei zugreifen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir verlieren die Übersicht, wer greift auf unsere Daten zu, weil eben jeder wo der Link hat, ich kann den weiterleiten, jemand bei uns intern und die Person wiederum kann den an einen Kunden von uns weiterleiten und alle, die den Link haben, können auf das Dokument zugreifen. Darum sollte man dort nur nicht sensitive Daten scheren. Was können wir noch entscheiden in diesem Moment? Es ist die Entscheidung, wollen wir die Leute, die den Link haben, Sachen bearbeiten an diesem Dokument oder wollen wir sie nur lesen? Und wir können setzen, wenn der Link abläuft. Also wir können zum Beispiel sagen, ja, so in 10 Tagen hat er das wahrscheinlich gelesen und dann ist der Link nicht mehr gültig. Das heisst, ab dem 14. Mai wird niemand mehr auf das Dokument zugreifen können, auch wenn er den Link hat. Jetzt nehmen wir mal irgendeine Adresse, ich nehme jetzt mal meine Gmail-Adresse, die wir hier haben, schicke das raus.
Ich kann da noch Kommentare dazu tun. Und schicke das mal so raus. Ah ja, das ist das typische Cloud-Problem. Server nicht verfügbar. Probieren wir es noch schnell mal. Gut, haben wir ein kleines Problem auf Order 65 offensichtlich. Ich kann euch einfach sagen, wie es aussieht, beziehungsweise kann ich das in der Presse zeigen. Das wäre jetzt wieder ein Moment, wo eine Videogebung wäre gewesen. Es ist immer bei so Cloud-Sachen. Es ist einfach manchmal gar nicht so schlecht. Heute habe ich aber so viel Vertrauen gehabt, dass ich gefunden, es sei nicht nötig. Es sieht so aus. Wir schicken das Mail raus und jede Person, die das hat, kann das weitergeben. Es ist ganz einfach, egal welchen Provider das wir haben. Wir können immer das bekommen. Das Mail können das weiterleiten, können auf einen Link klicken, das Dokument geht auf, wir können es bearbeiten und das war's. Das kann jede Person machen. Der Unterschied, den wir nachher haben, ist Specific People Links. Das bedeutet, diesen Link schicken wir an eine bestimmte Person und nur die kann diesen Link auftun. Das funktioniert so. Ich probiere es jetzt gleich noch schnell mal. Vielleicht auf einer anderen Side Collection. Da kann ich da vielleicht schnell durchflitzen, bevor wir da, dass ich nicht wild rumklicken. Verwalten, was man kann scheren und wem dass man was kann scheren, können wir im SharePoint Admin Center rein. Es gibt hier, man sieht, es gibt altbekannte, wo vielleicht die meisten von euch schon mal gesehen haben. Und es gibt ein neues Admin Center, wo sie im Moment gerade her migrieren sind. Das heisst, sehr viele Funktionen, die man heute dort kennt, langsam über gemoved. Und man sieht, es ist noch nicht wahnsinnig viel da, aber das, was wir jetzt in unserem Fall brauchen, Site-Management haben wir hier schon. Es sieht recht schick aus. Also es ist eigentlich so die moderne Experience, wie wir es auch von den Listen und Bibliotheken her kennen. Wir nehmen jetzt mal Electronic Events, können das anklicken. Und jetzt sehen wir hier rechts unten Sharing Status. Können wir schauen, oder beziehungsweise definieren, mit wem kann man überhaupt so einen Link teilen. Also wir können anyone, das heisst, man kann eben anonyme Links rausschicken. Wir können neue und existierende externe Benutzer auswählen. Das heisst, die Person muss sich dann aber immer einloggen bei uns. Wir können auch sagen, wir wollen nur existierende externe Benutzer, also Leute, die in unserem Azure B2B innen sind. Und wir können auch sagen, wir wollen es gar nicht mit Leuten außerhalb scheren. Wir wollen einfach nur innerhalb der Organisation die Sachen haben und uns sicher sein, dass es nie nachher geht. Gut, machen wir doch hier nochmal einen Versuch. Auf dieser Side Collection hier nehmen sagen wir Sales Report und sagen jetzt eben das mal, wir wollen nicht anyone, sondern wir wollen specific people. Das bedeutet, wir nehmen eine ganz bestimmte Person, wo wir den Link schicken. Genau, jetzt ist es gegangen. Es war noch wichtig, dass es gegangen ist, weil das hier wäre ein bisschen weniger einfach, vielleicht auch zum Vorstellen, wie es wäre, wenn man es nicht hätte gesehen. Es scheint hier ein bisschen Internetprobleme zu haben. Gut, machen wir noch einen Versuch. Also, jetzt haben wir hier zwischenzeit das Mail bekommen. Und können jetzt hier sagen, ja, Divisional Sales Report, merci für das, tun wir es mal auf. Und jetzt sehen wir hier, dass wir das mal einen Code brauchen. Also wir können nicht einfach den Link jetzt weiter schicken an jemanden und dann kann er wieder auf das Dokument, sondern wir müssen jetzt sagen, ja, schicken wir einen Code. Und der wird jetzt an meine Bluewin-Adresse, die ich vorhin eingegeben habe, wird der geschickt. Und erst wenn ich den Code hier eingebe, kann ich dann auf das Dokument zugreifen. Das ist die neue Form davon, wie man es bis vor einem halben Jahr noch kennt hat. Bis vor einem halben Jahr hat man eigentlich nur können mit Office 365 Accounts oder mit Microsoft Accounts, also zum Beispiel Outlook oder Live, so Sachen einfach scheren. Jetzt haben sie das über einen Code gelöst. Das finde ich fast ein bisschen die schönere Lösung als das, was man vorher hatte. Wir können jetzt also hier
irgendetwas anpassen an diesem Dokument, können das wieder zutun und es ist automatisch auf dieser Document Library gespeichert. Genau, das Ganze hier nochmal kurz aufzeichnet. Ja, so weit, so gut. Aber was ist jetzt daran eigentlich das Problem? Warum gibt es noch andere Varianten? Wir haben gesagt, es gibt 3 oder 4, je nachdem, wie man es anschaut. Das Problem daran ist das, dass man eben sehr granular scheren. Also man tut einzelne Dokumente scheren, man tut das mit diesem Teilen, das mit dem nächsten, hier noch einen Ordner, vielleicht da noch eine Seite, gibt keine Expiration Dates an. Und irgendwann hat man wahrscheinlich in einem grossen Unternehmen so viel geshared und man weiss nicht mehr, was ist jetzt eigentlich noch geshared und wie lange und mit wem und überhaupt. So, dass man das vielleicht ein bisschen besser anfangen kontrollieren. Und dafür gibt es 2 Ansätze. Der erste ist Office 365-Gruppe. Die verfolgt eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Nämlich den, dass Office 365-Group, vielleicht schnell eine Zwischenfrage, wer weiß, was Office 365-Group ist? Etwa ein Drittel. Also ich probiere das einfach zu erklären mit dem Beispiel da hinten. Office 365 Group ist eigentlich das Berechtigungsgebilde in Office 365. Dort können wir Benutzer 3 berechtigen und die haben dann auf ein Set von Office 365 Services Zugriff. Kann man, kommt ein bisschen darauf an, wo das man berechtigt, auf was er alles Zugriff hat. In diesem Beispiel hier sehen wir jetzt, die Person hat zum Beispiel auf Outlook, auf OneDrive, auf SharePoint und auf Teams Zugriff. Weitere können auch sein, dass man auf einen Yammer Feed Zugriff hat, auf einen Planner zum Beispiel. So Sachen. Das heisst, das ist eigentlich ein Gebilde, das man braucht, wenn wir an einem bestimmten Projekt als Team zusammenarbeiten und sagen, ja, wir brauchen ein bisschen mehr als einfach nur ein Dokument, wir brauchen irgendwo Ablage, wir wollen zusammen können mailen, wir wollen können chatten, wir wollen uns austauschen. Dann ist eben eine Gruppe sinnvoll, weil das so ein ganzes Set an Services ist, die uns dort angeboten werden. Gut, und wie funktioniert jetzt das? Wenn ich eine Gruppe erstelle, in Office 365, dann bin ich mal der Group Owner. Und durch das habe ich die Möglichkeit, dass ich andere Leute einladen kann. Und die Leute, die ich einlade, die werden im Azure B2B erfasst. Azure B2B ist Benutzerverwaltung, die wir in Azure haben. Das ist eigentlich das, wo praktisch ganz Office 365 darauf basiert. Also all unsere Benutzer, die wir haben, werden hier drin abgelegt. Man sieht es jetzt in meinem Demo-Tenant, den ich hier habe, haben wir jenste interne Benutzer. Und, oh ja, merci für den Hinweis. So. Wir sind hier auf Azure übergewechselt, das ist unser Azure Active Directory. Und hier haben wir jetzt die ganzen Benutzer drin, die wir in unserer Organisation haben. Was wir jetzt machen können, ist, wir können einen Benutzer entweder über eine Office 365-Gruppe berechtigen, einen externen, oder wir können ja hier direkt jemanden einladen über Azure B2B. Was ist der Unterschied? Wenn wir eben über eine Gruppe jemanden einladen, dann haben wir einfach ein ganzes Set, das wir freigeben. Und wenn wir jemanden über Azure B2B einladen, dann erlauben wir dem einfach mal erlauben, grundsätzlich einen Account bei uns zu haben, wo er sich mit seinen Unternehmens Credentials einloggen. Wenn ich also jemanden von einer anderen Firma einlade, die Office 365 hat, ist das Schöne daran, er kann sich mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort, das er in seinem eigenen Unternehmen hat, bei mir einloggen. Und das erleichtert doch sehr vieles, weil ich habe zum Beispiel eine ganze Ablage voll mit Logins, die ich bei irgendwelchen Kunden brauche, weil ich bei jedem einen anderen Account habe, einen anderen Benutzernamen, ein anderes Passwort. Und das kann man hier drüber sehr einfach und schön lösen. Machen wir mal hier schnell eine Einladung. Wir sehen das später noch, was wir dazu brauchen. Oder für was wir die können brauchen. In der Zwischenzeit gehen wir da noch schnell weiter durch das Thema durch. Wenn ich also bei externen Benutzer eingeladen habe, kann dann er eben auf jenste Applikationen zugreifen. Das hier unten nochmal drin. Aber das kann SharePoint sein, das kann Yammer sein, das kann Planner sein, etc. Also eigentlich alles, was man in einem Projekt braucht. Dateiablage, Konversationen, Aufgabenverwaltung, die wir drin haben, E-Mail, Kalenderfunktionen. All das ist hier drin gebündelt. Dann kommt immer wieder die Frage auf, ja gut,
jetzt bin ich da drinnen berechtigt, was kann ich denn überhaupt wo? Und das ist eine Frage, die sich nicht ganz so einfach beantworten lässt, weil auch wenn man über eine Gruppe berechtigt ist, hat man eigentlich in jedem Service so ein bisschen andere Einschränkungen. Und jetzt mal das Beispiel von Microsoft Teams vorgenommen. Und hier haben wir zum Beispiel die Eigenschaft, dass ein Team-Owner jemanden einladen kann, jemanden externs, und die Person, die er außerhalb des Unternehmens dazukommt, die hat dann verschiedene Limitationen. Wie zum Beispiel, sie kann kein Team erstellen, sie kann keine Fotos in einem One-to-One-Chat aufladen, sie darf durch Organizational Chart, also praktisch die Hierarchie der Firma, die automatisch abgebildet wird, wenn man das Manager-Tag im Active Directory pflegen, abbildet, darf die Person nicht sehen. Sie hat zum Beispiel kein eigenes OneDrive for Business. People Search geht nicht außerhalb von Teams und gewisse Einschränkungen bei Meetings, wo man nicht kann. Das sind so Sachen, das sehen wir jetzt bei Teams, ist das das eine. Wenn wir aber zum Beispiel auf einen SharePoint gehen, dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Dann gibt es dort wieder andere Einschränkungen. Und dort muss man sich einfach so ein bisschen durchhangeln und schauen, was ist denn wo. Es ist eben nicht ganz so einheitlich, wie man sich das vielleicht würde wünschen. Es hat aber einfach damit zu tun, dass schlussendlich das eben nichts anderes ist als eine Bündelung von ganz vielen Services. Und jeder Service funktioniert etwas anders, hat etwas andere Eigenschaften oder das eben auch andere Limitationen. Wichtig habe ich da unten noch hergeschrieben, es gibt etwas, was sicher noch bei Teams erwähnenswert ist. Und zwar kann man sich mittlerweile auch ohne Office 365 Account dort als Gast reinhängen. Das heisst, mit jedem beliebigen Account eben über Azure B2B. Das heisst, wir können jemanden mit Gmail, Yahoo, Gmx, was auch immer einladen oder irgendeine Firmen-Domain, die noch nicht mit Microsoft bzw. Office 365 oder Azure verbunden ist. Genau, und da kommen wir eigentlich nachher zum Azure B2B. Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Groups und Azure B2B? Es ist eigentlich relativ ein feiner Unterschied. Und zwar braucht Office 365 Groups brauchen schon Azure B2B. Und zwar brauchen sie dort die API, um Leute einzuladen. Und man sieht, die Benutzer sind auch dort hinten super abgelegt und als Gast erfasst. Das ermöglicht uns einerseits, dass wir Kunden zentral bei uns erfassen, können die managen, wenn wir also einen Kunden oder einen Benutzer sperren, den deaktivieren in unserem B2B-Portal, dann ist es sofort für alle Ressourcen, die er Berechtigungen hatte, ist eigentlich das gestoppt, er kommt nicht mehr drauf, kann das nicht mehr aufrufen und das ermöglicht uns eben saubere zentrale Verwaltung. Auch die API hat natürlich jenste Vorteile, wir können dort ganz viele Benutzer entweder manuell hinzufügen oder eben über die API automatisiert lassen. Hinzufügen, sei das über einen bestimmten Workflow, den wir auch dort hinterlegen. Wir können über PowerShell zum Beispiel Benutzer hinzufügen, wir können Bulk Import machen. Wir haben also sehr viele Möglichkeiten, wie wir dort eine grosse Anzahl von Usern reinbringen. Was passiert, wenn ein Benutzer eine Einladung hat bekommen? Über Azure B2B, ich hoffe, das hat geklappt. Ja, genau. Ich habe mich ja, wie ihr euch sicher noch erinnert, vorher eingeladen. Und habe jetzt hier ein Mail bekommen mit einem Link drin, wo heisst, hey, du bist eingeladen worden von dieser und dieser Organisation. Das sieht jetzt nicht ganz so schick aus, weil es mit Demo-Tenant ist. Wenn ich hier draufklicke, komme ich jetzt hier auf das Portal. Und man sieht, das ist das Unternehmensportal hier, weil es Demo ist, ist Contoso. Und ich werde jetzt hier praktisch aufgefordert, zu sagen, ja, ist okay, ich werde hier beitreten, kann das bestätigen und werde jetzt, wird mein Account aktiviert, sodass er im Azure B2B auch berechtigt werden kann und eben gewissen Ressourcen zugeordnet werden. Das dauert einen kleinen Moment. Und sobald es geklappt hat, kommen wir auf das Application Panel, wo man auch sieht, auf was habe ich überall Zugriff. In meinem Fall habe ich jetzt noch auf nichts Zugriff, weil ich mich einfach mal hinzugefügt habe. Durch das, dass ich jetzt aber da drin bin, kann ich mich einfach in Gruppen reintun und einfach berechtigen. Wie sieht das aus? Ich kann das entweder eben über Office 365 machen, über eine Group beispielsweise, so wie ich es vorhin schon angetönt habe. Oder ich kann mich hier im Azure Active Directory wieder reingehen und habe jetzt hier verschiedene Gruppen. Und das würde ich noch gerne schnell mit euch anschauen. Und zwar sieht es so aus, dass ich hier zwei
beziehungsweise drei Typen von Gruppen haben. Ich habe eine Office Group und das entspricht unserer Office 365 Group. Also immer wenn ich eine O365 Group erstelle, wird automatisch im Azure AD eine gleichnamige Gruppe vom Typ Office hier erstellt. Und da drinnen sehe ich dann alle Benutzer, die wir da drinnen haben. Und kann die zum Beispiel eben hinzufügen, rausnehmen, die Rolle ändern, was auch immer. Also ich kann die super hier zentral über Azure B2B verwalten. Wenn ich jetzt meinen User suche, den ich vorhin hinzugefügt habe, dann sehen wir, dass der ein anderes Icon hat, nämlich so einen kleinen Globus, im Gegensatz zu den anderen, wenn wir nochmal zurückgehen, das sind ja alles interne User, die wir hier haben. Und meine sieht ein bisschen anders aus, und zwar, weil das eben ein Gast-User ist. Der gehört also nicht zu meinem Unternehmen, den habe ich einfach eingeladen und hier praktisch mal grundsätzlich berechtigt, dass er überhaupt auf Ressourcen darf zugreifen, wenn er berechtigt dafür wird. Genau. Was sehen wir hier noch? Ein paar Sachen habe ich schon erwähnt. Wichtig ist noch, es ist nicht ein langwieriger Prozess im Hintergrund, irgendwie so ein Timer-Job oder so, der alle 3 Stunden mal läuft, wenn ein Benutzer hinzugefügt wird, sondern das passiert wirklich sofort. Wenn ich in dem Moment, wo ich den Benutzer hinzufüge, ist er da und kann auch gebraucht werden. Wir haben jetzt also 4 Varianten gesehen, oder eben 3, je nachdem wie man es anschaut, weil Azure B2B ist eigentlich ein Teil von Office 365 Groups. Man kann es aber einfach auf die oder auf die Art einsetzen, darum sind es für mich eigentlich 4 Varianten schlussendlich. Wenn wir jetzt die 4 Varianten anschauen, wie entscheiden wir das überhaupt? Ja, wie machen wir das, dass wir das am Schluss managen können, das Ganze? Ich glaube, da gibt es 4 Fragen, die man sich grundsätzlich mal stellen muss. Und zwar, wer soll überhaupt dürfen Content teilen mit Externen? Immer im Kontext natürlich von externem Sharing. Mit wem darf Inhalt überhaupt geteilt werden? Welche Ressourcen können geteilt werden? Und wie können die Links, die wir rausschicken, um auf die Ressourcen zugreifen, schlussendlich verwendet werden? Also kurz gesagt, eben, wer darf das? Dürfen das alle vom Unternehmen? Dürfen das nur gewisse Leute etwas teilen? Mit wem dürfen wir es mit einem x-beliebigen teilen, der einfach den Link hat und auch weiterschicken kann? Oder ist das eine bestimmte Person? Dürfen wir nur im Unternehmen oder über das Unternehmen rausteilen? Wir haben auch die Möglichkeit, einzuschränken von Domains. Das heisst, wir können ja sagen, wir haben einen Partner, zum Beispiel, wie Microsoft das häufig braucht, so Fabrikant zum Beispiel, und nur mit denen wollen wir etwas teilen. Dann kann man die einfach berechtigen. Das sehen wir dann auch noch kurz. Und einfach Fabrikant reinschreiben. Dann geht es eben weiter, wie will ich überhaupt etwas scheren? Lasse ich zu, dass man das mit allen darf scheren? Will ich, dass man nur mit Leuten Sachen teilen kann, die bei uns intern schon erfasst wurden? Dass wir also eine zentrale Userverwaltung haben und unser Identity Management zum Beispiel, wo das verwaltet, dann sagt, ja, wir erfassen alle User erfassen und nur die, die bei uns sauber erfasst sind, mit denen darf man wirklich extern scheren. Das kann durchaus ein Use Case sein. Und eben, wie soll das passieren? Und zum in die Verwaltung übergehen. Es gibt, es ist eben nicht ganz so einfach am Schluss, wie man das verwaltet. Wie wir das vielleicht schon kennen, ist es immer ein bisschen vielschichtig, das Ganze. Es ist also nicht so, dass es ein Portal gibt, wo man einfach hergehen kann und sagen, ja, External Sharing, klingt gut, nehmen wir. Sondern es fängt eigentlich hier an, im Office 365 Admin Center, dass wir unter Settings, Security and Privacy, hier bei Sharing mal ganz grundsätzlich sagen, wollen wir externe in unseren Tenant kommen oder wollen wir das nicht? Das standardmäßig ist das angeschaltet. Wenn man es abstellt, kann niemand mehr extern auf unsere Ressourcen zugreifen und ist sozusagen komplett abgestellt. Wir lösen natürlich jetzt hier aktiviert, gehen dann zum nächsten, das ist Services and Add-ins. Und hier können wir jetzt für verschiedene Services nochmal eine Stufe tiefer sagen, wollen wir das zulassen, dass man Sachen shared, oder wollen wir das nicht zulassen? Wir gehen nicht alle durch, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, aber wir picken uns mal einen raus. Zum Beispiel Office 365 Groups. Können wir hier auch wieder
Beim oberen Sagen wollen wir für Groups spezifisch zulassen, dass Externe in einer Gruppe berechtigt werden können. Das heisst, wir können also sehr häufig pro Service nachher nochmal wieder Berechtigungen geben. Wir haben das Gleiche zum Beispiel auch bei Sites. Also das ist mit Sites ist SharePoint gemeint. Und auch hier können wir wieder sagen, ja, wollen wir das grundsätzlich zulassen, über alle Site-Collections, über die wir haben, dass geshared wird mit Externen, oder wollen wir das grundsätzlich verbieten? Wenn wir nachher, ich muss da ganz schnell springen, weil es nicht richtig lädt. Genau, hier sieht man es jetzt. Nachdem wir da Ja haben gesagt, haben wir hier unten noch weitere Optionen. Wir können also hier wieder ein bisschen noch definierter auswählen für alle Site Collections, die wir haben. Sprich, alle Seiten, sozusagen für alle, die vielleicht nicht ganz so SharePoint-affin sind, einfach jede einzelne Seite, die man hat, definieren wir global, definieren, wie kann die geteilt werden. Und hier hat es schon eine relativ gute Funktion, denn nämlich, wir können zum Beispiel als Admin schon mal einschränken, wie lange ist denn so etwas überhaupt gültig, wenn wir einen anonymen Link sharen. Und das ist zum Beispiel jetzt hier in meinem Fall 30 Tage, wo man einfach sagt, ja, mal einen Monat, und dann muss halt der User, wenn es dann länger braucht, nochmal anrufen, dann bekommt er nochmal einen neuen Link und dann kann er dann wieder darauf zugreifen. Jetzt haben wir das global für alle Seiten, also zuerst für unseren Tenant gesagt, wollen wir sharen, dann haben wir für alle unsere SharePoint-Seiten gesagt, wollen wir sharen und wie. Und jetzt können wir nochmal ein bisschen granular runtergehen und sagen, ja, wie soll das denn ganz genau aussehen? Also sind wir eigentlich im SharePoint Admin Center drin. Und es ist ja immer noch erlaubt, dass man extern sharen. Und hier können wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wir können eben zum Beispiel sagen, ja, wir wollen es grundsätzlich jetzt doch verbieten, auf diesem Level hier unten. Wir wollen nur eben wieder mit Leuten, die wir schon erfasst haben, etc. Ihr habt es vorhin schon gehört, das ist eigentlich genau das Gleiche, was man hier einfach global für alle SharePoint Sites einstellen kann. Dann können wir aber auch sagen, ja, Moment, jeder sollte gleich nicht sharen können. Dann haben wir hier zwei Kästchen. Und da können wir dann sagen, wir können Security Group definieren, wo wir aus dem Azure AD holen können und sagen, mit wem wollen wir denn überhaupt alles sharen. Das heisst, wir können einschränken, es kann zum Beispiel eine Gruppe geben, wo wir einfach sagen, ja, die heissen External Sharing Allowed oder wie auch immer, wo man sagt, alle Leute, die da drinnen sind, die dürfen sharen, alle anderen dürfen das nicht. Kann man also relativ schön abbilden. Dann können wir den Linktyp hier vorgeben. Also wollen wir überhaupt ganz grundsätzlich zulassen, dass anonyme Links verteilt werden über alle Seiten, über und wieder. Und weil ich das hier zugelassen habe, hat man vorhin gesehen, ich habe das auf der Site Collection, die ich gebraucht habe, können sagen, ich will das. Das heisst, wir können, man muss sich das so vorstellen, man kann von oben gegen unten kann man immer nur einschränkende Einstellungen machen. Das heisst, wenn ich jetzt oben sage, ich will sharen, kann ich weiter unten auf dem zweiten, dritten, vierten Level sagen, ah, ich will jetzt doch nicht sharen bei dieser Seite. Ich kann aber nicht, wenn ich das oberste habe gesagt, es dürfen keine externen User rein, kann ich nicht irgendwo auf einer Site Collection sagen, mal auf dieser würde ich jetzt gleich gerne etwas extern teilen. Das geht natürlich nicht. Gut, was haben wir noch? Ich wollte noch da nicht langweilen mit jeder einzelnen Einstellung. Da unten hat es noch ein paar ganz nette Sachen. Und zwar kann man hier erzwingen, dass der User, wenn ich an einen speziellen, also jemandem Spezielles den Link schicke, an eine bestimmte Person, dann kann ich erzwingen, dass nur die den auftun kann. Nur, wenn sie sich mit ihrem eigenen Account anmeldet. Wenn ich es also am Matto uns schicken auf seine private Adresse und wir das jetzt halt einfach die falsche haben genommen und er nach ihrer Firma mit seinem Firma-Account auftun, geht das nicht. Und er kann das auch nicht, wenn er die Einladung hat und im Kontext von seinem Firma-Account das auftut, es wird nie gehen. Wenn ich das Häkchen rausnehme, wäre das möglich, dass er einfach aufgrund von dieser Einladung das machen kann. Wir haben hier noch eine zweite ganz schöne Einstellung und zwar kann man hier sagen, dass wir in einem gewissen Abstand immer wieder den Benutzer praktisch beweisen, dass er wirklich auch berechtigt ist, das Dokument zu haben. Wir können weiter, zum Beispiel bei OneDrive, auch sagen, ja, wir möchten gerne darüber informiert werden, wenn ein Link weitergeleitet wird. Da haben wir jetzt schon wieder so eine Feinheit, das kann man bei OneDrive machen, kann man aber nicht bei SharePoint machen. Das sind so eben die feinen, aber kleinen Unterschiede, die wir dort zwischen den einzelnen Produkten haben.
Genau. Das wollte ich noch zeigen. Und eben da, wo wir vorhin schon drauf sind, das neue Admin-Center, das werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr drauf rumklickt, noch ein paar Orte sehen. Das ist nicht nur bei SharePoint gibt es ein neues Admin-Center, sondern auch für Teams und Skype for Business. Sie sind das zum Beispiel im Moment am Zusammenlegen. Und man hat jetzt im Moment so ein bisschen zwei Orte, wo man Zeug verwaltet. Und das ist manchmal ein bisschen nicht ganz optimal, aber es sind halt einfach so komplexe Änderungen, die dort müssen gemacht werden, dass man nicht einfach alles auf einmal kann oder will überschieben, sondern halt einfach Schritt für Schritt. Und was können wir hier innen im neuen SharePoint-Center im Moment machen, im Kontext des externen Sharing? Ich habe es schon kurz angetönt, wir können eben auf jede einzelne Site-Collection drauf. Zum Beispiel nehmen wir da mal Contoso HR. Können da schauen, ja, was ist das überhaupt für eine Gruppe, die wir da haben? Und wie kann man da Zeug sharen? Und hier ist es jetzt relativ sinnvoll, wenn man da nicht Anyone drückt, dass einfach da eine Daten, ja, mal, ist egal, wer es dann sieht mit diesem Link und das kann aufrufen, sondern dass man eben sagt, ja, nur Leute, die Sign-in ist, beziehungsweise wirklich sinnvoll wäre wahrscheinlich, wenn man hier External Sharing eben abstellen und sagen, ja, HR-Daten, die bleiben zwingend in unserem Unternehmen, dürfen nicht mit externen geshared werden. Und so kann man eben für jede einzelne Seite, die wir jetzt hier aufgelistet sehen, diese Einstellungen separat vornehmen. Gut, soweit hoffe ich, das Konzept einigermaßen klar geworden. Es ist nicht ganz einfach. Es ist wie immer bei Office 365 und sobald SharePoint reinkommt, vor allem, ist es immer ein bisschen verwinkelt. Alles ist, hat gewisse Eigenschaften und Eigenheiten, die man muss wissen. Darum schauen wir uns noch mal schnell an, ja, wie würde man das jetzt am gescheitsten machen, am besten vorgehen, wenn man extern Sachen anfangen scheren. Grundsätzlich mal sollte man External Sharing eigentlich angelassen lassen. Es gibt natürlich Momente, wo man sagt, ja, das wollen wir nicht, wenn das Unternehmen einfach die Policy hat. Aber man sollte sie nicht abstellen, nur weil man findet, ja, ist jetzt noch schwierig, das zu managen. Stellen wir es halt einfach ab. Weil dann sind wir wieder bei dem Problem, das wir ganz am Anfang haben gesehen. Shadow IT, Benutzer helfen sich dann halt einfach selber, wenn sie keine Möglichkeit haben. Und die Daten liegen dann irgendwo auf Dropbox oder wo immer. Und nicht auf der unternehmenseigenen Ablage. Dann ist wichtig, dass wir eine Governance haben, die den Benutzer hilft, dass man ja, so gewisse Guidelines vorgibt, ein bisschen Richtlinien sagt, was würden wir wenn wie machen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll und wenn kannst du was scheren und wenn kannst du was nicht scheren, etc. Also praktisch einfach so ein bisschen, ja, eine Anleitung mit gewissen Spielregeln drin. In den meisten Fällen macht es Sinn, dass man anonymes Sharing wahrscheinlich global deaktiviert, weil das ist eben wirklich etwas, das wollen wir nur dann brauchen, wenn es einfach Dateien sind, die praktisch jeder hier in diesem Raum dürfte sehen. Und so viel gibt es im Unternehmen gleich nicht, wo wir einfach jedem zeigen wollen. Und darum ist das nicht so eine gute Idee. Die bessere Idee ist, dass wir eben wirklich auf eine Person oder auf einen Personenkreis Sachen scheren, wo wir auch wieder können, wo wir erstens Kontrolle darüber haben und zweitens auch wieder können zurückziehen bzw. abstellen. Dann macht es sicher Sinn, dass man auch Berechtigungen immer wieder in einem gewissen Zeitrahmen überprüfen, weil es kann ja sein, dass man irgendwo eine Vererbung hat angelassen, wo dann plötzlich Benutzer mehr Recht haben, als man sich das vielleicht eigentlich würde wünschen, so dass man halt dort immer wieder so ein bisschen schaut, ist das noch so, wie wir uns das vorstellen. Und ganz ein wichtiger Punkt, oder wahrscheinlich sogar der wichtigste ist, dass man Benutzer darauf schulen. Und zwar nicht einfach so eine 0815, ja, wir schauen jetzt mal ein bisschen Office 365 an oder Office 2016 und dann wissen wir, wie man ein Word erstellt, wie man sich einloggt, sondern schulen ganz spezifisch auf den Case, den wir haben. Also wie tue ich mit externen Scheren? Was mache ich? Warum mache ich das so, wie ich es mache? Und warum mache ich Sachen so nicht, wie ich es vielleicht gerne gemacht hätte? Das ist ganz wichtig, weil dann haben Benutzer wirklich auch ein Verständnis. Also sie verstehen dann, warum ist es nicht gut, wenn ich anonyme Link rausschicke bei einem internen Sales-Report zum Beispiel. Ja, wenn wir Security anschauen, können wir hier auf der Oberfläche, es gab noch ganz viele, ich hatte noch drei Slides, aber man sieht, die Zeit läuft uns ein davon. Und ich habe das rausgenommen, weil es nach zu tief ging. High-Level auf Office 365, End-User-Level sozusagen, kann man eben, oder sollte man immer ein Expiration Date setzen, also dass der Link irgendwann abläuft und nicht einfach für immer und ewig da ist. Wir können Domains einschränken, die wir mit ihnen teilen wollen.
Wir können eben erzwingen, dass Einladungen, die wir rausschicken mit dem Account, wo wirklich gedacht war, dafür müssen akzeptiert werden. Zum Beispiel, so wie wir es hier haben gesehen, mit dem Code, den man dann wieder eingeben muss, wo man kommt auf die jeweilige E-Mail-Adresse. Wir stellen sicher, dass man Dokumente nicht beliebig weiterleiten kann. Und ganz wichtig, das ist meistens eigentlich das Problem, wenn man über Cloud redet und dann heisst, ja, das können wir nicht, das geht bei uns nicht. Datenklassifizierung. Es ist in der Regel das einzige Problem, das vorherrscht, ist, man weiss eigentlich nicht, was ist jetzt intern, was ist geheim, was ist vielleicht streng geheim bei uns im Unternehmen. Man hat die Daten gar nicht klassifiziert und weil man das nicht weiss, aus vielleicht auch niemand machen oder die Verantwortung dafür übernehmen, sagt man am Schluss einfach, ja, das dürfen wir nicht. Und darum ist es ganz wichtig, dass man sich diesen Punkt hier annimmt. Gut, jetzt haben wir ganz viel gehört und wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Es gibt so grundsätzlich drei Szenarien. Die drei, die wir gesehen haben, ich schicke irgendjemandem Sales-Material, Prospekt, Broschüre, Preisliste, was auch immer, wo eigentlich jeder darf sehen. Dann nehmen wir einen shareable Link, also anonym geshareten Link, den man einfach weitergeben kann, weil es keine sensitiven Daten sind. Wenn wir etwas haben, zum Beispiel intern ein Konzept oder so, zu einem bestimmten Projekt, nehmen wir Specific People Link, weil wir das sehr wahrscheinlich oder ganz sicher nur jemandem bestimmt zwei zugänglich machen und nicht wollen, dass es am Schluss in die Hände unserer Konkurrenten fällt, vielleicht, die dann auch endlich wissen, wie man Cloud sauber aufsetzt. Und das Dritte ist, wir wollen jemanden in ein Projektteam hineinnehmen. Also wir arbeiten über längere Zeit an etwas, wo wir nicht nur einfach ein Dokument irgendwo ablegen oder mit jemandem teilen, sondern wir wollen zusammen kollaborieren. Das heisst, wir wollen zusammen reden, wir wollen Termine machen, wir wollen Daten austauschen, wir wollen vielleicht auch zusammen telefonieren, ein Meeting machen, online etc. Dann ist der beste Weg, dass wir eben Teams brauchen und beziehungsweise Office 365 Gruppen, so dass wir eben mehrere Services können brauchen. Der Nachteil hier ist eben auch wieder der, im Umkehrschluss, dass wenn wir eine Group brauchen, dann kann man eben auf alle Dokumente da drinnen zugreifen. Also wenn wir eine Seite haben mit 1000 Dokumenten, sieht einfach jeder alles. Außer man tut wieder separat Berechtigungen brechen, was aber nicht zu empfehlen wäre. Und dann würde man eben vielleicht tendenziell dann gleich wieder in Betracht ziehen, auf die oberen zwei Varianten für Gäste zu gehen, wo man eben nur ein einzelnes Dokument daraus schert. Und dann sind wir wieder bei diesen vier Überlegungen, die man machen muss. Wer kann scheren, mit wem kann man scheren, was kann man scheren und wie. Das sind eigentlich immer die vier Fragen, die man sich stellen muss. Und dann ist man auf einem sehr guten Weg. Wir halten also fest, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir scheren können. Es gibt verschiedene Levels, wie wir scheren können. Auch verschiedene Levels, die wir administrieren können. Es gibt verschiedenste Orte, von wo wir scheren können. Wir können aus Teams scheren, wir können aus SharePoint scheren, wir können aus einem Planner raus, wir können aus einer Group raus, wir können aus Azure B2B. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, von wo aus dass wir die Initiative ergreifen können, jemanden einzuladen, jemanden extern. Und darum ist hier auch wieder wichtig, eben wir fokussieren uns auf Verhalten, also was brauchen wir und nicht auf welche Applikation wollen wir einsetzen. Weil es geht immer darum, wie können wir am besten das Benutzerszenario abdecken und nicht darum, welche App brauchen wir jetzt hier. Und eben das, was ich schon mal gesagt habe, go with the flow, also man sollte nicht irgendwie gegen die Schwerkraft antreten unbedingt, weil einfach alle User sagen, wir brauchen jetzt externes Sharing, dann ist das Beste, was man machen kann, sich überlegen, wie können wir diesem Bedürfnis am besten gerecht werden? Wie können die Benutzer, überkommen sie das, dass sie nicht selber anfangen, Sachen teilen über andere Dienste, wo wir dann Daten verlieren, sondern wie können wir das machen und gleich Kontrolle behalten? Und in diesem Zusammenhang, der letzte Punkt noch, wir tun die User mit SaaS-Lösungen insbesondere, wie eben Office 365, tun wir engagen, wir nehmen die mit. Wir helfen ihnen, dass sie sich selber helfen können, indem dass sie selber Dokumente scheren können. Selber können entscheiden, was ich wem schicken will. Self-Service-Portale sind ganz wichtig. Wir können also auch die Reaktionszeiten verringern, dadurch, dass nicht immer Drittstellen involviert sind. Und wir bilden sie auf die bestimmten Use Cases, die wir eben haben, die wir sie ausbilden, dass sie genau wissen, wie ich mit dem externen Scheren, was ist sinnvoll und wann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, etwas zu machen. Gibt es gibt Fragen, die noch brennen? Ja. Ja, wir haben gesehen auf dem
Office 365 Admin können wir das oberste eigentlich setzen, zum Beispiel 30 Tage, wo wir als Standard vorgeben, wo man auch von oben her erzwingen kann, dass es einfach immer so viele Tage sind. Gut, super. Wenn noch Fragen sind, dürft ihr dann noch gerne zu mir kommen. Und sonst wünsche ich euch weiterhin einen schönen Nachmittag.